Zum Rotter. Wir haben vor wenigen Minuten über eine Produktlinie gesprochen, die aus Brasilien auf den deutschen Markt jetzt schwappt. Wir haben natürlich bei Davidoff auch eine ganz andere Linie, die Camacho. In den letzten Jahren wirklich wieder zum frischen Leben erweckt. Auch von der Farbe her richtig Farbe ins Spiel gebracht. Und jetzt ist der neues Mitglied in der Familie sozusagen auf den Markt gekommen. Genau. Das ist? Die Camacho Ecuador. Also die Linie Camacho besteht ja wirklich aus dem authentischen Corojo-Samen. Das macht die Linie aus. Und jetzt haben wir mit der Ecuador haben eine neue Linie, auch wie du davor gesagt hast, mit den Farben schön da in dem Blau, oder wo sehr heraussticht, auch in dem Humidor, wo im Humidor allgemein eher so braunliche Verpackungen sind, wo schön raussticht. Und eben jetzt gerade eingeführt in drei verschiedenen Formaten. Also wir haben einen Robusto, einen Toro und eine Gordo, also ein 60er Ringmaß, quasi so ein bisschen der Trend auch aus Amerika rübergenommen. Wo liegen die preislich? Preislich also ungefähr zwischen 7 und 9 Euro. Also ich glaube 9 Euro für so eine große Zigarre ist sehr attraktiv im Markt. Die ist jetzt schon im deutschen Markt eingeführt, schon im Fachhandel? Die wird jetzt in den nächsten Wochen wird die dann erhältlich sein, genau. Die Camacho, wie am Anfang schon gesagt, war ja mal zeitlang so ein bisschen schläfrig, hat sich so im Markt dahin bewegt. Ihr habt die einfach zu frischem Leben erweckt. Ja, genau. Aber sie hat auch einen richtigen Fankreis. Ja, sie hat einen Fankreis. Also Camacho, wir haben ja verschiedene Marken. Aber Camacho ist mehr so auf dem Bolt, also das Bullige, so ein bisschen so der Harley-Fahrer oder so ein bisschen so das nicht so das Elegante wie die Davidoff, sondern wirklich die Klientel. Also ich sage zum Beispiel mit Anlässen, mit Armdrücken, mit den Motorrädern. Also in Amerika machen sie dann noch mit Tätowierungen. Und das Ganze fasst natürlich auch den Anklang hier in Europa. Und wir machen natürlich den Stil von Events dann auch hier weiter, ja. Apropos Events, der Fachhandel ist ja der Multiplikator für die Produkte zum Endverbraucher. Mit dem Fachhandel habt ihr vielfach Aktivitäten. Nicht nur die Gastronomietour, sondern auch andere Actions. Was steht da an? Ja, also wir kriegen nicht immer viele Anfragen, auch vom Fachhandel, für Events zu machen. Hier probieren wir natürlich auch mal den Fachhandel und auch Endkonsumenten dazu zu nehmen, damit auch die quasi die ganze Philosophie von Camacho wirklich verstehen. Und das klappt sehr gut. Also die an den Events, die kriegen das richtig mit, für was die Marke steht. Und so funktioniert das super zwischen Fachhändler und seinen Kunden quasi. Das ist wirklich eine Win-Win-Situation. Ja, dann wünschen wir also auch diesem Produkt einen guten weiteren Verlauf. Jetzt zum Jahresendgeschäft, natürlich dann ins Jahr 2016. Bin gespannt, welche Farbe dann dazu kommt. Ja klar, wir sind natürlich immer am Innovieren, oder auch bei Camacho. Verschiedene Limited Editions, die wir machen. Und mal schauen, was nächstes Jahr kommt. Dann, ich meine, die Farbpalette ist groß und so ist auch die Vielfalt im Blenden. Und sind wir mal gespannt. Wir sind gespannt und werden uns dann unterhalten, was es noch Neues auf dem Markt gibt. Viel Erfolg nochmal. Danke, Peter.